fragen. Nee, bestimmt nicht. Ich hämmer jetzt hier Bleche glatt, um unseren Auspuff provisorisch zu reparieren. Die muss ich dann irgendwie hier so ein bisschen halbrund biegen, dann kommen die an Auspuff und dann kommen die hier mit der Schelle fest. So. Weißt du noch, als wir das letzte Mal unseren Auspuff gebaut haben? Nee. In Frankreich? Da haben wir es doch mit Plasterrohr gemacht. Weißt du noch, wie lange das gedauert hat? Das ist heiß und weggeschmolzen war. So ungefähr 5 Minuten. Dann war es weg. Aber das ist kein Plasterrohr, das ist Blech. Ja, ich bin gespannt. Ich denke, ich werde hier das Zeug auch dazu nehmen. Das ist nämlich hier, wenn es aufgeht, gut. Aber ich denke bloß für mini kleine Löcher, nicht für... Nee, ich kann das bestimmt komplett herunterhängen. Umwickeln. Auspuff. Wenn es denn aufgeht. Ich sollte mal den Hund fragen, er kennt sich sicherlich besser aus. Hier, mach mal auf. Wie guckst du mich an? Mach deinen Scheiß selber. Ja, so ungefähr. Guck's dir an. Du hast da was. Was? Ruß oder Blut? Ruß. Scheiße, warum kein Blut? So Blut. Na, weil das zeigen würde, wie ich mit dem Vieh kämpfe. Mach mich nicht alle. Ich brauche Blut. Aber es ist immer noch ein riesiges... Ja, aber es hält erst mal. Und da um das Riesige etwas wirklich jetzt die Folie drum. Oh, guck, wie schön das wieder fest ist hier. Mhm. Hä? Bin ich nicht gut? Abwarten. Also bis nach Hause kommen wir. Bloß ich kann nicht mehr fahren. Meine Hände sind zusammengeklebt. Was ist denn das von 2? Lass mal gucken. Die Paste. Ich musste das doch umwickeln und zuschmieren. Was ist denn das? Na, zugeschmiert. Sieht ja aus, wie wenn wir durch einen Misthaufen gefahren sind. Ja, das ist ja auch so Glasfieber. Guck hier. So, das ist doch hier so geiles Zeug. Hätte gar nicht gedacht, dass das so gut geht. Na, ich bin gespannt. Bloß, es wird nochmal gut abgehen. Ja. Da werde ich dich heute Abend befingern damit. Hau ab. Nicht damit. Und nun sind wir in den Feuersteinfeldern von Mukran. Ah, hier sind 1000 Mücken. 999. Ja, wir sind jetzt hier, wie du schon sagtest. Feuersteinfelder von Mukran. Mückenfelder von Mukran. Wenn man einen Hund nicht sieht, hört man wenigstens. Ja, das ist der Vorteil hier. Man hört den immer. Abhauen kann er nicht. Ja. Was gibt's hier dazu zu sagen? Und nicht nun? Viel. Nicht viel. Ich glaube, die Steine wurden in Jahrtausenden angeschwemmt hier bei irgendwelchen Sturmfluten. Keine Ahnung. Und jetzt wälzt sich der Hund hier, davon abgesehen. Und ja, es hat sich wie so eine Insel oder sowas gebildet. Und dann kann man jetzt drauf rumlaufen und überall wächst Heide, bis irgendwann mal alles zugewachsen ist und man aber nichts mehr sieht. Und Birken. Genau. Und Nadelbäume. Winnie Winston. Und Hunde liegen hier rum. Nicht mehr. Jetzt steht also er. Wir laufen mal ein bisschen hier rum. Genau. Na dann lauf. Lauf. Na dann lauf, hat sie gesagt. Boah, das ist möglich. Hauptsache, wir finden deine Fahrräder nicht. Das ist dein Part. Du weißt, dass ich da ganz schlecht drin bin, was wieder zu finden. Leute, alles nass,
Heidekraut, Steine und Spinnenweben. Hier. Spinnen Sie.